Südili, ja, wir sind unterwegs im Auftrag des Herrn. Nein, wir sind nicht unterwegs im Auftrag des Herrn, wir sind unterwegs im Auftrag der vier Beschädigungen oder Zitadellen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ich was kaputt mache, wenn ich hier so einen Zerstörer treffe. Da macht man relativ schnell was kaputt. Ich habe eben meine Haragumu sechs Beschädigungen in einer Runde gemacht. Und dementsprechend bin ich im Koop-Gefecht unterwegs und freue mich über Schiffe, die hoffentlich bald mal kommen. Ich will baller, 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 baller. Baller, baller. Baller, baller, baller. Mister Baller, baller. Was auch immer da gerade offen war. Für 3 Sekunden. Da kommt eine Yodo und da kommt die Smalahand. Auf die freue ich mich ja schon richtig. Das ist nämlich mein Freund und Freundenspende. Was kaputt gemacht? Mach kaputt, was dich kaputt macht. Oder wie heißt das auch so schön? Ja, schade. Das ist irgendjemand meine. Ah, da zünde ich natürlich eher an, als dass ich was kaputt mache. Ja, dann mal auf AP wechseln. Da haben wir schon wieder eine Beschädigung gemacht. Ne, Feuer ausgelöst, leider. Und Smallland, wenn du jetzt richtig Pech hast, setzt sie dir richtig einmal Torps. Und sie hat dir Torps gesetzt. Sie hat also beiden Torps gesetzt, dummerweise. Verdammte Scheiße! So, mach kaputt, was dich kaputt macht. Ja, schade, nichts mehr. Ich habe nur 2 Beschädigungen gemacht, also wir brauchen 4, aber. Boah, nee! Mach mir nicht alles kaputt vorher! Ihr müsst mir nicht immer alles kaputt machen, wenn ich noch nicht da bin! Da lieb's ja ja nicht. Ich liebe ja nicht. Ne? Also da hinten ist noch eine Schliefen, aber ich meine, okay, da machen wir jetzt keine große Hoffnung. Da parkt echt eine Schliefen und versucht taktisch zu spielen. Ich bin begeistert. Also ich bin wirklich. Nee, von sowas bin ich begeistert. Also wenn Leute das versuchen, dann haben sie definitiv das Spiel bei Koop raus. Wir erinnern uns Koop, ne? Der, ne? So, 2. Jetzt brauchen wir noch. Immer noch 2. Dann kriegen wir endlich unsere 5 Sowjetcontainer und dann war's das. Und wieder Passpunkt. Was haben wir hier? Kreditpunkte. Potenziellen Schaden gibt's diese bunten Marken und. Ja. Ich brauche noch 2. Also weiter geht's. Weiter geht's. Hertha lebt's. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh Gott, wie süß.
Stimmt. So, und jetzt, mein lieber Kollege hatte mir gerade geschrieben, ich hatte ihm geschrieben, dass man, der isst so gerne Beef Jerky, und ich habe gesagt, das kann man unheimlich gut auch in der Dings selber machen, in der, in der Heißluftfritteuse. Und dann weiß man wenigstens, woher das Fleisch kommt, und dann weiß man, was man an Gewürzen rantut und. Und dann schrieb er zurück, ja, kann man machen, wenn man nur nicht so unendlich faul ist wie ich. Okay, da muss ich ihm recht geben. Da hat er nicht ganz unrecht. Also das muss ich dann schon sagen, ne? So, alle Zerstörer zu mir bitte, ich brauche zwei solche Dings. Dann kommt ein Columbo. Ein Columbo, ja. Da unsere Schima aber hier gedings ist, ihr wisst, was ich meine. Kommt die Oderleute da. Und zwei abgeschossen. Und meine Schüsse sind immer noch unterwegs. Geil. Oh, sind schon so ein bisschen unterwegs, sind die halt schon. Ne? Aufpassen, dass mir hier keiner die Dinger klaut. Ne? Hier ist ein Pole neben mir. Aua, aua, aua. Nein! So was sagen wir gar nicht. Ich sage auch nicht, was ich zum Thema Rammstein denke. Das sage ich auch nicht. Nein, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Wieder nichts kaputt gemacht. Wir müssen hunderte Spiele machen. Jetzt habe ich was kaputt gemacht. Mann! Vollidiot! Das ist ein freier Spieler. Ja, noch so. So, ich hoffe, er erwischt sie. Und ich hoffe, er erwischt ihn voll. Den Vollidioten hier. Jetzt fährt er mir wieder direkt vor der Nase. Mann, Mann, Mann. Wieder nur einen Schaden. Mann, und überall sind irgendwelche Leute im Weg. Fahren die alle wie die Vollidioten. Der ist schon wieder hier vor meiner Nase rum.
Ah, ich breche aber mit Lichtschaden auf, wann irgendwie. Mann, ja. Ha, zwei Bestätigungen gemacht. Und wir haben es geschafft. Und das war das, was ich wollte, Leute. Ich wollte mit euch 5 Container eröffnen. Wollen wir es spannend machen? Komm, wir machen spannend. Aufpassen, das sind nicht die wertvollen Container, ne? Oder wir kriegen ja trotzdem nicht 2 Tarnungen, sondern immer nur eine pro. Jo, kein Schiff und einen haben wir noch. Ne, kein Schiff, Leute. Ja, komplette Kohle ausgegeben. Ne? Also, was haben wir ausgegeben? Jetzt mal kurz gucken. Was haben wir ausgegeben? Was haben wir ausgegeben? Was haben wir ausgegeben? Was haben wir ausgegeben? Steht hier leider nicht mehr, ne? Ja, schade, dass es hier nicht mehr steht. Ja, aber nix da. Nix bekommen. Absolut gar nix. Kein Schiff, kein nix. Und was kann man dazu nur sagen? Och. Schade rum. So, dann kommen wir zu den europäischen Zerstörern. Aber da haben wir mit 230 wahrscheinlich auch immer noch nicht genug, ne? Brauchen wir noch mehr, ne? Für diese hässliche Tarnung. 260 und würde ich auch nicht hinkommen, wenn ich. Ne, komme ich nicht. Ich könnte jetzt. Ne, die hau ich definitiv nicht weg, die Punkte. Ne. Dann verzichte ich dankend auf die Karte. Die Stort. Aber die Stort ist das ja nicht, ne? Das ist ja nicht. Ne, die Split ist der Achter, ne? Oder? Split ist der Achter, ja. Dann müsste ich jetzt noch einen und noch einen machen. Und jetzt ist auch gut. Netto, lass mal du. Machen wir nett. Machen wir mal so, ja, nett. Ne? So. Also, haben sich diese Container gelohnt? Jein. Weil wir haben natürlich jetzt Inventar und ich hatte schon mal verkauft, die Tarnungen. Victory bringen immerhin 45.000 pro Tarnung. So, und wenn ihr jetzt rechnet, ne? Dann hat er jetzt ein bisschen Kohle gemacht nebenbei, ne? Aber ihr habt euch auf was gefreut und dann kommt es nicht. Ne? So, und jetzt können wir in der Waffenkammer gucken. Ja, ne, ihr müsstet, was hatten wir jetzt letztens, haben wir gesagt, bei Team Krado, ihr müsstet mindestens 50 Container kaufen, um überhaupt die Chance auf ein Schiff zu kriegen. Das sind fast 25.000 Dublonen, also 50.000 Dublonen müsstet ihr kaufen. 162 Euro. So bescheuert kann ich gar nicht sein. Ganz ehrlich, nein. Ganz, ganz, ganz ehrlich. Mein Kumpel hat sich das gegönnt. Der musste noch 2 Pakete nachkaufen, um alle Schiffe zu haben. Wirklich dann alle. Gut, andere, und wir haben es mal gerade gesehen, bis auf ein Schiff alle gekriegt. Die Neustraschimi hat eben halt keiner gekriegt. Ist auch das beliebteste Schiff wahrscheinlich insgesamt. Dementsprechend hat es keiner bekommen. Aber nö. Nö, nö, nö. Aber wo? Ja. Göhle. Neustraschimi. Achso, die kostet ja sogar nur 222.000 mit dem Boni, also mit dem Dings. Das wäre. Wenn du schon überlegst, Zerstörer zu spielen, definitiv eine Überlegung wert. Auch wenn es ein Neuner ist. Ich weiß, ich weiß, ich selbst, ich hebe die Hand, habe gesagt, nein, Neuner erstmal nicht. Auch wenn ich natürlich eine Alaska habe. Ne? Ganz klar.
Aber bei mir wird es jetzt langsam auch schon eng bei Kohle, muss ich ganz ehrlich sagen, weil was soll ich denn hier noch an Kohle kaufen? Also, die Chabaros wäre definitiv das nächste Problem für mich. Ich sag mal, eine Ballerbude ist früh offen, muss man mögen, ne? Muss man richtig mögen, ne? Und sie ist nicht besonders beweglich. Das heißt, die Wahl eigentlich zwischen Nebel und Nicht-Nebel ist ja, ne, eigentlich nicht gegeben. Die Hayate, nee, da ist ja die Shimakaze um Längen besser. Warum soll ich? Es gibt überhaupt keinen Grund, sich die Hayate zu holen. Für mich. Shimakaze ist um Längen besser. Ja, die hat einen Torpedo-Nachladebooster. Ja, super. Aber dafür hat sie eine geringe Feuerreichweite. Verursachen schweren Schaden, aber lange Ladezeit, hohe Torpedo-Erkennbarkeit. Geringe Erkennbarkeit. Ja, das ist schon mal schön. Nebelerzeuger, ne, so. Achso, das kann man wieder nur wählen, ne? Das auch, ne? Ihr könnt wieder nur wählen, ob jetzt den Nachladebooster oder die Nebelerzeuger. Ansonsten wartet ihr halt ewig auf eure Torps. Die Kano wäre noch so eine Überlegung für mich als Franzosen-Fan. Und darunter ist eben halt für mich nichts. Für mich persönlich nicht. Aber lieber Marc, lass dich davon nicht beeindrucken. Du musst ja wissen, was du gerne spielst. Es gibt keine Sonderschiffe, sag ich mal, abgesehen von der Yoshino. Die Yoshino ist so eine eierlegende Wollnichsau. Auch wenn Krado letztes Mal da irgendwie ganz gepflegt Zitadellen gefressen hat. Aber so schlimm ist mir das noch nie passiert wie ihm. Es gibt sonst keine eierlegende Wollnichsau. Ne? Wenn du guckst, wir gehen dann mal auf den, das ist, sind die alle. Ne? Die Sherman ist schwierig zu spielen, weil du Torps ganz merkwürdig absetzt. Die Puerto Rico kriegst du nicht, die Moskva. Ja, wie gesagt, lenkt schwer ein und bitte nicht von der Seite treffen lassen, ansonsten geht sie. Aber spielen tue ich sie auch nicht gern. Kurfürst. Ja, wenn du in Montana gewohnt bist, ist der Kurfürst nicht halb so genau. Ja, aber du hast die geile Secondary dabei. Mach's so. Ja, das ist schwierig zu spielen. Zerstörer ohne Nebel mit 9 Kilometer Torps. Napoli. Ja, mich belastet immer noch die Reichweite. Ansonsten spiele ich sie gern und eigentlich finde ich es schade, dass sie nicht HE und SAP gekriegt hat. Das wäre schön gewesen und nicht SAP und AP. Nicht HE und AP. SAP hat sie nämlich gar nicht, außer in der Secondary. Das ist der große Vorteil, da seid ihr gegen Zerstörer, bist du natürlich gut gefeit. Die Tromp. Boah, das war auch so, ja. Muss man halt mögen, ne? Muss man wirklich mögen. Du hast kein Nebel dabei, ne? Du musst weg sein, ne? Also da fehlt mir ja auch noch ein Modul, Mensch. Mann. Ja, Feuerreichweite immer. Wir können wir so 15,4 ballern. Das macht die Sache schon mal einfacher, wenn wir mal das Glück haben, dass uns irgendjemand Nebel spendiert. Alvaro Bazan. Ja. Das ist Zerstörerspiel um his best. Ne? Das muss man, auch das muss er können. Du lädst alle 6,1 Sekunden nach. Das ist nicht gerade besonders. Du machst aber hohen Schaden. Du hast viermal Nebel dabei. Du hast einigermaßen verwendbare Torps, die zwar langsam sind, aber auch erst spät aufgehen. Dementsprechend hast du gute Chancen, auch mit den Torps was zu erwischen. Also ich mag sie. Aber das ist eben halt auch ein ganz, ganz persönlich eigenes Spiel. Und nur weil ich sie mag, müssen andere sie nicht mögen. Ne? Und das sage ich genauso, wie Team Krados auch immer sagt. Ne? Die sagen ja auch immer, das können wir dir doch nicht sagen, was du spielen sollst. Nee, kann ich dir auch nicht. Du musst wissen, was dir Spaß macht. Ich kann dir nur die Eigenschaften nennen.
Und dann musst du es selber wissen. Sherman ist schwierig, weil du hast keinen Geschwindigkeitsboost dafür und kannst auch nur dreimal nebeln. Das ist voll ausgebaut. Dafür hast du eine hydroakustische Suche. Das heißt, du kannst dich wirklich in Nebel stellen und solltest die Torps früh genug sehen. Schöne Sache, aber sie hat keinen Geschwindigkeitsboost. Ne? Das ist eben mal halt schon echt schwierig. Nur drei Nebel und die Torps absetzen nach vorne. Das ist schon schwierig. Deswegen, wie gesagt, du musst wissen, was dir gefällt. Ansonsten hol dir, wobei ein 10er Captain bringt dich auch nicht wirklich weiter, außer du hättest einen, der für Schiff passt, aber ich glaube, das gibt's nicht. Ne? Schauen wir mal kurz. Kapitäne. Einzigartige Kapitäne, das ist Frankreich, Russland, England. Gibt gar keinen amerikanischen einzigartigen, oder was? Ne, einen deutschen. Der wäre auch nochmal cool, ne? Götter Lydians, ne? Was kann der eigentlich? Was kann der? Talente unverwüstlich, ja, okay. Der kann schon so ein bisschen was, ne? Oder hier John Dee, ne? Der kann der auch irgendwas. Lädt wie geschmiert, ne? Ladeexperte. Ja. Minus 60% und Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie kann auch Spaß machen. Ne? Also so ein Kapitän kann definitiv Spaß machen. Ne? Selbst die kleineren. Ne? Und was hat er? So, was hat. Genau, der kann eben halt unheimlich schnell drehen. Achso, das ist der gleiche: einmal für Kohle und einmal für Dublonen. Okay. Krass, wenn man hier so sieht, so 1500 Dublonen in Kohle 35, ne? So, gibt's die Dasher auch für Amerikaner? Ja, gibt's auch. Die kann nichts. Отказано. Нужна разведка. Договорились. Желаю всем удачи. Okay. Hat auch noch ein Voice-Over? Ne, der hat nichts. Sprengmaße. Boah. Der kann wirklich was. Da muss ich wirklich mal drüber nachdenken, ob ich mir den mal irgendwann. Der heißt jetzt anders. Der heißt jetzt anders. Der hat aber die gleichen Fähigkeiten. Okay. Ja, der wäre für die Janin gar nicht schlecht. Aber dann habe ich wieder, naja, es ist nicht das Schlimmste, wenn man. Ne? Aber wie gesagt, das musst du alles wissen. Ich kann dir nur Tipps geben, wie die Schiffe sind, und du musst sagen, was magst du am liebsten. Aber vielleicht hast du mir auch schon gerade geantwortet und gesagt, ja, habe ich mich doch schon lange für entschieden. Okay, bis dann. Ciao, ciao.